Hey Leute, in dem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr aus natürlichen Zutaten einen Lockengel selber machen könnt, der eure Locken wieder zum Strahlen bringt. Viel Spaß! Alles, was ihr hierzu braucht, sind einmal Leinsamen. Die anderen Zutaten, wie zum Beispiel das Vitamin E oder auch das Aloe Vera Gel, sind hierbei optional und natürlich auch ersetzbar. Da könnt ihr auch beispielsweise Arganöl oder andere Öle hinzugeben, die natürlich euren Haaren die notwendige Pflege verleihen. Als erstes nehmt ihr euch einen mit Wasser gefüllten Topf mit ca. 200 ml Wasser und gebt hierzu 3 Esslöffel Leinsamen zu. Das Ganze rührt ihr um und lässt es so lange kochen, bis die Flüssigkeit leicht dickflüssig und gelartig wird. Rührt das natürlich zwischenzeitlich mal durch, damit auch wirklich nichts anbrennt. Wenn die Flüssigkeit am Löffel gelartig hängen bleibt, ist die Masse nun fertig und kann auch schon vom Herd genommen werden. Auch die Flüssigkeit des Gels könnt ihr hierbei selbst bestimmen, denn je flüssiger ihr euer Gel am Ende haben möchtet, desto mehr Wasser müsst ihr einfach am Anfang hinzugeben. Nun könnt ihr es auch schon durch ein Sieb in eine Schüssel geben, um die Samen von dem Gel zu trennen. Macht es am besten noch im heißen Zustand, da es sonst zu fest wird. Falls es doch zu fest werden sollte, könnt ihr ein wenig Wasser hinzugeben und es wieder leicht aufkochen, damit ihr es auch wirklich super einfach durch euren Sieb hindurch bekommt. Zum Schluss könnt ihr nochmal eure Zusätze hinzugeben, wie zum Beispiel das Vitamin E, welches das Haarwachstum stimuliert und die Haare zum Glänzen bringt. Oder auch das Aloe Vera Gel, welches trockenem Haar schnell Feuchtigkeit spendet und diesem so erneut Glanz verleiht. Nachdem ihr das Gemisch nun gründlich umgerührt habt, könnt ihr das Ganze auch schon direkt in ein verschließbares Gefäß umfüllen. Jetzt zeige ich euch endlich, wie man das selbstgemachte Produkt anwendet und welche Wirkung das Ganze erzielt. Hier teile ich meine Haare einfach auf, damit ich das Gel auch überall schön gleichmäßig verteilen kann. Vor dem Auftragen vom Gel besprühe ich mein Haar noch ein wenig mit Wasser, damit sie leicht feucht sind. Und verteile danach das Gel auf meinem Haar und knete es ein wenig durch. Nach dem Auftragen knete ich mein Haar nochmal ein wenig durch, damit ich am Ende schöne sprunghafte Locken am Haar habe und föhne es im Anschluss. Auch hier knete ich mein Haar weiterhin mit den Händen. Ich benutze hierzu keinen Diffuser, da meine Locken beim Diffuser sehr oft einknicken. Deswegen mache ich das gerne mit meinen Händen. Und fertig sind auch schon die Locken. Meine Haare sehen nun viel gesünder und lebendiger aus als vorher. Und das mit einem selbstgemachten Produkt,
Was uns wieder mal zeigt, dass man nicht unbedingt viel Geld für teure Produkte ausgeben muss, um gute Ergebnisse zu erzielen. Probiert es am besten mal aus, falls ihr ebenfalls trockene und spröde Haare habt oder euren Haar einfach ein wenig natürliche Pflege verleihen wollt. Ansonsten war es das auch schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Ganze gefallen und freue mich auch schon aufs nächste Mal. Tschüss!